Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus TGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und wir sind hier in der C-Block Challenge und bauen uns unsere ganz große Modderanlage. Wir wollen hier sehr viel Modder in Korn haben. Hätte ich jetzt fast gesagt, wenn man jetzt so ein bisschen Norddeutsch spricht. Weiß nicht, ob ihr das macht. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Müsst ihr ja nicht unbedingt. Ich persönlich finde die norddeutsche Aussprache sehr schön und bediene mich auch derer ab und zu mal zwischendurch. Deswegen sage ich auch eigentlich zur Begrüßung ganz gerne mal Moin. So, gut, das nur so am Rande. Keine Ahnung, das war jetzt wirklich, glaube ich, einfach schon, naja, gut, es ist eine Information, die man haben kann, nicht muss, hätte ich jetzt gesagt, aber gut. So, ich hoffe, dass die Rohrleitung jetzt, dass das alles wunderbar funktioniert und ich bin ja mal gespannt, also... Ich habe kurzzeitig mal überlegt, auf die 17er Version umzusteigen, nachdem ich die 17er Version durch Anotorio gesehen habe. Und fand die schon ganz nett, muss ich sagen. Also wirklich so nett, dass ich sagen würde, Mensch und Kinders, das kann man sich wirklich mal antun. Und hab dann halt eben bloß gelesen, dass da wirklich sehr, 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 sehr viel Umbau dann nötig ist. Beziehungsweise, das, ich weiß gar nicht, ob das sogar im Kommentar kam, wo ich da schon mal drüber philosophiert habe. Also da ist, glaube ich, dann sehr, sehr viel Umbau nötig. Und das weiß ich nicht, ob wir das dann wieder realisiert kriegen hier. Mit allen Enden und Ecken, die man da benötigt. Aber gut, das wird sich zeigen, würde ich sagen. Wie gut das ausgeht. Achso, das brauche ich ja dann hier hinten nicht mehr. Das ist ja nochmal dann hier unten. So. Habe ich denn jetzt da... Ah, die Reihe kann ich auch gleich dann noch verarzen. Und da oben die Reihe kann ich auch gleich mit verarzen. Sehr schön. So, einmal bis hier hin und dann bis dahin und einmal dann bis von hier. Kompletter Quark. So. Nee, also kompletter Quark. Den brauche ich hier gar nicht setzen. Den brauche ich hier gar nicht setzen, weil wir brauchen ja da nicht hin. Wir müssen ja wirklich bloß hier die lange Strecke noch einmal überbrücken. Das andere machen wir ja alles mit dem Kurzstrecken-Eisenrohr. So. Sehr schön. Aber es sieht schon mal nach einem System aus. Wir wollen hier ordentlich Modder machen. Und da gehört es sich denn natürlich, dass wir sehr viel Wasser dafür brauchen. Und sehr viel Filteranlagen, wo der Modder rauskommt. Und ja, das haben wir hier vor. Es werden in Betrieb gehen. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Wollte es aber eigentlich ausgerechnet haben, bevor ich das sage hier. Und habe es dann aber leider vergessen. Aber 8×15 sind, glaube ich, ziemlich genau 120. Wenn ich mich jetzt im Kopf nicht komplett verrechnet habe. Aber das ist ja auch möglich. Obwohl, wir können es ja ganz kurz mal auseinandernehmen. 10×8 sind 80. Ne? Und 5×8 sind 40. Und 80+40 sind... 120. Ich glaube, wir haben richtig gerechnet. So, also so viele von den wunderschönen Filteranlagen werden dann hier in Betrieb gehen, was natürlich dann dementsprechend auch nochmal Strom kosten wird, aber ne, man gönnt sich ja sonst nichts, hätte ich jetzt fast gesagt. Also das ist ja auch was für ja, unser Stromverbrauch generell. Und ich wollte eigentlich dann jetzt hier mal ganz kurz, das könnte ich ja nicht mal machen, wo ist das Blueprint-Buch? So, ich wollte hier mal ganz kurz eigentlich damit die Roboter noch beschäftigen hier, damit wir hier drinnen schon die Auslage haben. Ich hoffe, das klappt jetzt auch so einigermaßen gut hier. So, ich hätte auch das andere nehmen können, wo die Straßen mit dabei sind. Aber hätte, hätte Onkelkette, hätte ich da fast gesagt. Falls euch wundert, warum ich sowas sage, ist, weil wir hatten mal jemanden in dem, ich habe World of Tanks mal gespielt und ganz so weiter. Und in dem Clan von World of Tanks hatten wir jemanden, der sich Onkelkette nannte. Und deswegen hätte, hätte Onkelkette und nicht Fahrradkette. Ja, ist ein bisschen wirr, macht auch nichts, tut keinem weh, wie gesagt, war noch meine World of Tanks Zeiten. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und falls es jemand interessiert, es gibt auch wieder interessanten Prime Loot. Da kriegt man einen dicken Max, glaube ich, für ein paar Tage geschenkt, für 14 Tage. Und irgendwas war es noch. Jedenfalls sind irgendwie die deutschen Panzer, deutsche TDs sind da in dem Prime Loot mit drin.
Für 14 Tage kann man sie sich denn mal angucken. Ist ja erstmal nicht verkehrt. So, jetzt haben wir erstmal wieder hier unseren Stromverbrauch ein wenig gesteigert, weil jetzt natürlich die ganzen Roboter wieder fliegen und sie dann aufladen. Das stört aber erstmal nicht weiter. Ich denke mal, wenn wir 2 Karrees ausmauern, dann kriegen wir das durchaus noch gestemmt von der Menge. Habe ich denn oben das Wasser einmal quer gelegt? Ach, das lege ich von da so quer. Achso, und dieses Wasser, das kommt von da und da. Und wie komme ich denn da mit dem Wasser an? Ach, komme ich auch von oben. Ah, alles klar, okay, ja. Gut. Das habe ich mich gerade nur gefragt, wie das denn hier eingesetzt ist. Aber das muss ich auch einfach nur von oben nach unten durchgeben. Das gefällt mir ja schon mal sehr, sehr gut. So. Und dann kann hier nämlich fleißig unsere Roboterarmee kommen und bauen, bauen, bauen. Oh, da freue ich mich schon drauf, wenn die das hier alles aufbaut. So, das wäre das fürs Wasser. Das wäre auch fürs Wasser. Das wäre das. Das wäre fürs Wasser. Das wäre das. Das wäre fürs Wasser. Das wäre das. So. So. Achso, das hat ja schon. Das ist ja Quack. So. Gut. Das ist dann hier und dann der. Ah, okay. So, dann müssen wir jetzt, können wir jetzt hier schon mal die Einzelrohrstücken hier noch mit Beton verlegen. Damit das hier dann miteinander verbunden ist. Ach ja, war die richtige Stelle. Dachte eben, ich habe wieder an der falschen Stelle gebaut, aber nee, war die richtige. So, da, da und da. Und auch hier fehlt das unterirdische Rohr. Habe ich denn das hier vergessen? Naja, gut. Manchmal ist es halt nicht so einfach, ne? Mit die Vergesslichkeit. Man wird ja auch älter. So, gut, das haben wir. Jetzt müssen wir hier hinten noch verbinden, ne? Wir müssen hier hinten den Abfluss von dem Saline Water noch gewährleisten. So. Da werden wir dann folgendermaßen... Oh, das ist ja das falsche Rohr, was ich hier einbaue. Das will ich gar nicht hier einbauen. Jetzt habe ich das auch noch abgerissen da. Und die Steine habe ich jetzt hier auch noch rausgerissen. Das ist alles nicht so einfach. So. Gut. Erstmal das Rohr wieder hin und dann jetzt das Eisen unterirdisch. Das reicht ja aus hier. Man muss ja, man kann ja ruhig auch die alten Ressourcen, die man von früher noch kennt, kann man ja immer wieder weiter benutzen. Wir können ja recyceln. Das ist ja kein Problem. So. Mal es ja auslangt für hier. So, das Saline Water legen wir dann mal schon überall bis hier unten auf diese Ebene. Damit wir dann wissen, dass wir da was haben, was wir weiter verbrauchen müssen oder können. Oder auch werden. Das ist hier das, was wir auch tun werden. So, und hier müssen wir natürlich die Querverbindung machen und das müssen wir hier irgendwo auch weiter verwenden oder verarbeiten. Aber ich denke mal, wir werden hier einfach eine Runde Flares aufstellen. Kann ich denn mir ein paar Flares machen? Mal gucken, wo waren die denn? Die waren hier, ne? Kann ich gerade nicht, weil mir fehlt der Ziegelstein. Hm, naja gut, dann fehlt mir halt der Ziegelstein. Da kann ich jetzt eigentlich doch, ich wüsste, was ich da machen kann. Naja gut, das machen wir nachher gleich, wo ich mir den Ziegelstein besorge. So, dann gehen wir hier ganz gemütlich weiter und machen hier erstmal die Rohre fertig noch. So, das Rohr muss da dran, das Rohr muss da dran, das Rohr muss da dran. Hier vorne, der ist schon dran, okay. So, das Rohr muss da dran, das Rohr muss da dran, das muss da dran. Sieht doch sehr schön aus. Eigentlich sieht das doch sehr geordnet aus, was wir hier wieder bauen. Ist ja auch mal was Neues und was Schickes, wenn man mal was geordnet baut. Da muss man ihm ja auch mal, da kann man ihm durchaus auch mal verloben. Also wenn ihr das machen wollt, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn er mich an dieser Stelle kurz lobt. Ja, ich weiß, Eigenlob stinkt, hier müffelt es jetzt. Entschuldigung. Manchmal überkommt es mich einfach. So, das Rohr, das Rohr, das Rohr, hier ein Rohr, da ein Rohr, dort ein Rohr. So, vor lauter Rohren weiß man schon gar nicht mehr, was man hier Schönes alles machen kann. So, dann müssen wir jetzt hier noch ein paar unterirdische Rohre durchlegen. In dem Gang sind wir nämlich noch nicht fertig gewesen.
dass wir das Wasser durchleiten. Dass wir hier diese Abgase durchleiten. Das Wasser. Ah, da fehlt sogar noch die Querverrohrung. Hier auch. So, aber das Wasser geht schon mal gut durch. Das ist schon mal schön. Das gefällt mir sehr, sehr gut. So. Da oben haben wir es. Dann brauchen wir jetzt das standardmäßige Eisenrohr nochmal hier für diese Stellen, wo die Verrohrung noch fehlt. So, sehr schön. Gut, jetzt müsste doch eigentlich alles so verrohrt sein, dass es theoretisch funktionieren könnte. Praktisch natürlich noch nicht, weil wir jetzt irgendwelche Lager volllaufen und irgendwelche Gase nicht richtig abtransportieren. Aber jetzt können wir natürlich hier mal sagen, dass wir das jetzt hier denn da überall im ersten produzieren wollen. Und dann müssen wir die natürlich noch richtig ausrichten. Das wird natürlich auch noch wieder was Lustiges werden, aber so ist das Leben. So, und dann hier den ersten auch noch damit behelligen. So. Gut, der muss dreimal gedreht werden. So. Sehr schön. Gut, hier muss auch dreimal gedreht werden. Ist ja nicht so, dass man das vielleicht so hätte hinbauen können, dass es schon irgendwie funktioniert, aber nee. Da hat man ja Freude dran. Das muss gleich dreimal drehen, muss es natürlich auch noch schön. Zweimal hätte ja auch gereicht. Nö. So. Zweimal da war, zweimal drehen dran. Okay. So, jetzt haben wir das zumindest schon mal soweit fertig. Dann können wir jetzt sagen, wir würden ganz gerne das hier überall produzieren in der zweiten Ebene. Und müssen dann natürlich dementsprechend... Muss ich denn wirklich bei jedem immer schon ein Stückchen reinlaufen? Das ist ja ekelhaft. Naja, aber was muttert Mut, ne? So, da noch, da noch hin, dann hier wieder rein, da rein, so. Ja, man könnte auch jede zweite Reihe anlaufen, damit das dann auch effektiv ist, aber, so, du musst jetzt, rotiert werden. Zweimal, wenn ich das richtig sehe. Nee, da so. Hier den oben, den haben wir so gebaut, dass er da muss. Der ist schon richtig. Der steht schon richtig. Okay. Das ist ja verdächtig. Warum stand der denn jetzt schon richtig rum? Habe ich hier schon gedreht oder? Musst du wirklich sehr, sehr, sehr nah ranlaufen. So. Aber schön, dass die Roboter jetzt hier auch arbeiten und mit uns zusammen hier ein bisschen rumklickern und dann haben wir ganz schön viel Bewegung im Bild. Könnt ihr ja mal schreiben, ob euch das zu wuselig ist oder ob das geht. Später werden da sowieso so viele Logistikroboter hier überall rumfliegen. Wir müssen natürlich die ganzen Energieladestationen, oh Gott, wenn ich das daran nur denke, wie ich mit der Ladestation nicht noch bauen muss. Ja, wir werden auch eine Fabrik für haben. Gehe ich ganz stark davon aus. Weil dass ich hier jeden dreimal drehen muss, das finde ich schon, sagen wir mal, ein bisschen anstrengend. So, dann machen wir hier das dritte. Ne? Hier machen wir das vierte, hier machen wir das fünfte. Und eigentlich habe ich die alle gedreht. Und dann habe ich sowohl zu weit gedreht. Oder kann ich diese. Ich drehe die doch so auch, oder? 1, 2, 3. So. Jetzt das hier machen. Passt eigentlich. Das hier machen. So. Na gut.
Wie auch immer. Ich finde das alles ein bisschen schwierig. So, so klicken. Einmal drehen. Sehr schön. So. Gut, dann den nehmen. Haben wir wieder zu viele Dinger gehabt. Sehr schön. Achso. Können wir gleich noch einmal weiter runter rennen. Ah ja, jetzt haben wir uns das hier verscherzt. So. Gut, naja. So, dann müssen wir hier dann die Flüssigkeit machen. Oh, falsche Taste. Ja, das ist schon anstrengend, aber es muss halt auch gemacht werden. Ja, das war wieder die falsche Taste. Und da kriege ich es jetzt wahrscheinlich nicht, oder? Doch. Holen kann ich es mir auf weiter Entfernung, okay. Na gut, das ist ja okay. So, hier ist es schon richtig. So, das müssen wir alles nochmal durchkontrollieren. Also es ist mindestens ein oder zwei habe ich sowieso falsch gemacht. Dann müssen wir die ganzen Förderbänder noch legen. Oh, und die ganzen, anderen Geschichten noch ranbauen, also die Knick am Roboter, das wird ja auch nochmal lustig, dass ich die dann alle richtig setze. Naja. So, und dann nochmal da unten die letzte Reihe. Darf auch nochmal ein bisschen was kriegen. Das hatte hier oben noch gar nicht. Okay. Das hatte hier auch noch nicht. Okay. Das wäre interessant. So, Salinwater. Ah ja, der steht schon richtig. Ja, die habe ich ja versucht, eigentlich alle richtig rum hinzudrehen schon. Der passt. Der passt nicht. Der war einmal zu kurz gedreht, okay. Wieder dreimal drehen. Dreimal drehen. So, der muss auch nochmal dreimal gedreht werden. Und jetzt hätte ich ja fast gesagt, die sehen alle ganz gut aus. Und dann können wir jetzt das mit den Förderband hier mal durchziehen. Und das Förderband hier durchlegen. So wie wir es gerne hätten. Einmal bis nach ganz unten durch. So. Dann hätten wir es natürlich hier nochmal ganz bis nach unten durch. Und dann das hier natürlich auch noch gerne bis nach ganz unten durch. Gut. Dann brauchen wir hier den Einstieg und hier den Einstieg. Hier und dort. So. So. Na gut, hier kommen sie. Hier ist ja der generelle erste. Ah ja, dann müssen wir das nochmal verlängern hier. So, der generelle erste Eindruck von einem Förderband. Der ist ja dann hier entlang. Nee. Das wollte man nicht. Können wir da natürlich auch gleich überall ransetzen. So. Sehr schön. Immer wieder nett anzusehen, wie es doch funktioniert manchmal. So. Gut, dann ziehen wir jetzt hier noch quer rüber bis dahin. Hier einmal quer durch bis dahin. Und während ich das mache, verabschiede ich mich von euch. Das war eine Folge Factorio hier aus Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder. Wir bauen weiterhin an unserem Modderwerk.
und hoffen, dass wir das Ende dieser Woche fertig haben und beziehungsweise in Betrieb nehmen können und dann mal gucken können, ob denn genügend Modder, also Matt, unten ankommt bei unserer nächsten Produktion vom Kompost, die wir dann haben. Also dann, bis denn. Tschüss.